Servus, hallo und herzlich willkommen hier bei mir auf meinem Kanal. Ich bin Wami Plattfuß und heute zeige ich euch, wie ihr in The Legend of Zelda Breath of the Wild unendlich Rubine bekommen könnt. Und zwar müsst ihr zuerst hier zum Hebra-Turm euch teleportieren. Und was dann passiert, zeige ich euch. So, wir sind nun also am Hebra-Turm angekommen. Und ihr lauft jetzt einfach geradeaus weiter und so schräg unten links seht ihr hier so eine kleine Holzhütte. Da fliegen wir jetzt einfach mal kurz hin, denn da gibt es ein Schneeball-Kegelspiel, mit dem man mit ein wenig Können unendlich Rubine sich ergattern kann. Hier, bei diesem Mann, bei Pondos Hütte. Mit dem reden. Ich versuch's, dann bereitet alles vor. Und es kostet zwar 20 Rubine, aber wenn ihr alle 10 abräumt, bekommt ihr 300 Rubine. Solltet ihr es erst beim zweiten Versuch schaffen, bekommt ihr 100 Rubine. Schafft ihr mindestens 6 Kegel niederzuschrecken, bekommt ihr zumindest noch 20 Rubine zurück. Ihr macht also so gut wie nie Minus. Vor allem, wenn ihr da ein bisschen Übung drin habt, passiert euch da so gut wie nie ein Fehler. Also, ich zeige es euch nun, wie es geht. Also, ihr nehmt hier diese Kugel auf. Und dann müsst ihr sie versuchen, hier an diesem Eck abzuschmeißen. Und ich sag mal, 8 von 10 Mal schaffe ich es mittlerweile, alle 10 abzuräumen. Das sieht jetzt mal ganz gut aus. Ich hoffe, es klappt jetzt auch für euch, für die Kamera. Und so habe ich alle 10 abgeräumt. Und das könnt ihr jetzt unendlich mal machen. Ja? Also so bekommt ihr unendlich Rubine. Alle 10 legst dich nieder. Ja, genau. So, wenn ihr jetzt euer Waffeninventar voll ist, der sagt ihr nämlich jetzt gleich, boah, spinnt die Hosen an, ein tolles Werkzeug, ihr würdet von ihm eigentlich sonst so eine Eiswaffe bekommen. Aber stattdessen bekommen wir von ihm 300 Rubine, minus 20 waren 280 Rubine Gewinn und wir können natürlich direkt wieder starten und das Ganze noch einmal machen und so oft hintereinander mir machen, wie wir möchten. Und somit kann man unendlich Rubine in The Legend of Zelda Breath of the Wild kassieren, wie ihr möchtet. Also ich versuche es noch einmal für euch, zeige es euch nochmal groß die Stelle. Es ist hier diese Kante hier, also man kann es relativ schlecht erkennen, dadurch, dass gerade das Wetter nicht so mitspielt, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Da müsst ihr dann hier die Kugel, die muss so nach links laufen, wenn ihr merkt, sie läuft nach rechts, ein bisschen drehen, nochmal schnappen, so läuft sie ziemlich gut und mit ein bisschen Übung schafft man es eigentlich 8 von 10 Mal alle abzuräumen. Ihr seht, es geht ganz gut und zack, habe ich wieder 300 Rubine gemacht. Und das ist also der ganze Trick, wie man in The Legend of Zelda Breath of the Wild unendliche Rubine kassieren kann. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem kleinen Video auch helfen, damit ihr immer genügend Rubine habt. Ansonsten schaut euch meine anderen Videos an, lasst einen Daumen nach oben da. Ich bin euer Bambi Plattfuß. Bis zum nächsten Mal. Ciao.